Oh, die Aufnahme ist immer so schnell vorbei. Manchmal verpasse ich echt die Aufnahmezeit hier. So, hätten wir das erstmal. Das Melonenfeld, das würde ich gerne ändern wollen. Damit wir hier mehr Melonen kriegen. Weil das ist mir alles irgendwie hier auf engsten Raum gestellt. Alles irgendwie auf engstem Raum. Ist Wasser geflogen hier? Naja, hier liegt noch ein bisschen was. Das sollten wir dann alles schon einsammeln. So, jetzt soll ich mir schon erstmal sichern hier. Melonen hier. Melonenkerne. Die waren hier. Könnte ich die gleich damit verwenden? So. Vielleicht ändern wir das dann eh noch. So, hätten wir das schon mal hier. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Kürbissen. Aber das mit den Kürbissen gefällt mir hier auch nicht. So ein großes Maisfeld haben wir ja schon, ne? Das ist ja eigentlich schon relativ groß, das Maisfeld. Es ist schon sehr groß. Sind die Kartoffeln auch schon gut gewachsen? Das freut mich auch sehr. Erstmal abernten hier ein bisschen. Der ist noch nicht ganz reif, das können wir gleich mal so lassen. Ich die Kartoffel mal hier aus dem Wasser mal holen. Dann ist er doch weg. Nochmal eine giftige Kartoffel. So, haben wir erstmal das hier. Genug Kartoffeln jetzt erstmal geerntet. So, jetzt können wir ein bisschen begradigen hier. Und ja, würde ich mal sagen, jetzt kann ich nochmal neue Kartoffeln hier hinsetzen. Dass die gleich noch ein bisschen mehr mit wachsen können hier. Für die Zukunft sei gesagt, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen was ändern. Wir müssen sehr viel ändern zurzeit dann. Vergesse ich wieder ein Feld, das ist nicht so gut. Na, sagen wir mal hier. Manchmal will das nicht so, wie ich will, das ist doof. So, jetzt haben wir das hier. Da kann das wieder frisch wachsen und gedeihen. Vielleicht könnte man das irgendwie teilen hier, weil... ist schwierig, ist ganz, ganz schwierig.
gerade so ein großes Maisfeld und alles, ne? Halt, ich wollte ja noch die Kartoffeln noch ablegen. Davon haben wir ja noch nicht allzu viele. Noch mal dran hier, zack. Und machen wir noch mal die Reihe hier. Aber wie gesagt, mit den Schafen da drüben, da müssen wir echt was ändern. Also, das wird langsam für die Schafe zu eng, muss ich sagen. Da können wir das dann nämlich so machen, dann nehmen wir uns nämlich dann die Schafe, werden die umsiedeln und anstatt Schafe sind dann da Schweine drin. Ich glaube mal, das wäre die bessere Lösung. Und dann bekommen die Schafe ein richtiges Paradies. Ein Paradies für die Schafe. Das klingt doch mal richtig toll, oder? Aber ich mache jetzt erstmal die Kürbisse fertig. Huch! Wachsen die etwa gleich weiter hier? Vielleicht brauche ich das ja gar nicht jedes Mal neu machen. Mit den Kernen. Dass die mal gleich so weiter wachsen, das ist ja auch nicht schlecht. Boah, das Melonenfeld würde ich umändern. Ach klar, die wachsen wirklich weiter hier. Das wusste ich auch noch nicht. Ich werde die Reihe mal lassen, dann mal gucken, ob das dann gleich noch weiter wächst hier. Man lernt nie aus in dem Spiel hier. So, machen wir hier noch ein bisschen weiter. Und hier drüben machen wir dann das Möhrenfeld. Gucken, wo wir an die Schweine herkriegen. Für alles gibt es schon irgendwie eine Lösung. Das hier wächst jetzt nicht weiter hier. Ich habe es nicht irgendwie so gesehen. Als ob das jetzt ja weiter wachsen würde. Oh! Das ist jetzt nicht so gut. Tut mir leid, liebes Schaf. Tut mir wirklich sehr leid. So, wo ist das Schaf? Dort drüben. Tut mir leid, mein Freund. Komm her. Super, danke. So. Wie gesagt, es wird wirklich, wirklich Zeit, dass die Schafe hier anders Gehege gehen. Das kann so nicht weitergehen, Freunde. Es geht so echt nicht weiter. Wir müssen da dringend was machen. Das wächst weiter hier. Guckt euch das an, das wächst ja wirklich weiter. Man lernt nie aus.